Thomas Baras ist verkehrspolitischer Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion. Ich grüße Sie ganz herzlich in Berlin. Guten Morgen. Aus Ihrer Sicht 9-Euro-Ticket verlängern oder sowas Ähnliches? Was sagen Sie? Also ich glaube, das 9-Euro-Ticket war jetzt mal ein guter, sagen wir mal, interessanter Start mal für die Diskussion der nächsten paar Monate. Ich glaube auch, dass das Ticket sehr teuer war für die Bundesbürger. Wir haben insgesamt über 2,5 Milliarden Euro vom Bund für dieses Ticket zur Verfügung gestellt. Das ist ein großes Budget, das eigentlich jetzt gebraucht wird für die nächsten Monate, um auch die Investitionen voranzubringen. Ich glaube, das Wichtigste ist die nächsten Monate, dass wir wirklich auch wieder weiterhin investieren in ein besseres Angebot, weil die Menschen wollen umsteigen, sie wollen auch den ÖPNV nutzen fort. Allerdings brauchen sie ein Angebot, das in Stadt und Land auch wirklich attraktiv genug ist. Und 9-Euro-Ticket ist zwar ein leichtes, ein einfaches, auch ein bundeseinheitliches System, was sicherlich viele jetzt genutzt haben. Aber wie gesagt, jetzt wird entscheidend sein, dass wir auch die nächsten Jahre das Angebot verbessern. Und das wird die große Frage sein, wie die Bundesregierung das jetzt auch finanzieren wird und auch mit den Ländern gemeinsam auch wirklich dann auch voranbringt. Also man kann ja das eine tun, ohne das andere zu lassen. Also das eine ist, Sie sagen, der öffentliche Personennahverkehr muss ertüchtigt werden, er muss attraktiver werden, er muss verlässlicher werden. Gut. Das andere ist das Geld. Sie haben gerade selber gesagt, 2,5 Milliarden hat das für 3 Monate gekostet. Das ist nicht so viel, wenn wir noch mal überlegen, was im letzten und im vorletzten Jahr an Geld rausgehauen wurde in der Corona-Pandemie. Dann wären jetzt mal aufs Jahr gerechnet 10 Milliarden doch ganz okay. 2,5 Milliarden Euro sind sehr, sehr viel Geld. Das sind beispielsweise knapp 8% des gesamten Budgets des Verkehrsministeriums. Das heißt, auch hier sieht man mal, dass sehr, sehr viel auch jetzt für diese Aktion, die ja nur 3 Monate gedauert hat, wirklich auch aufgewendet worden ist. Ich hätte mir gewünscht, dass wir dieses Geld nutzen, um wirklich das Angebot fort zu verbessern, auch nachhaltig zu verbessern. Es war ein kurzer Strohfeuer. Was heißt denn nachhaltig verbessern? Das sagt sich so leicht. In einen Ausbau des Angebots. Wir müssen gleich dafür sorgen, dass Schritt für Schritt die Schieneninfrastruktur vor Ort ausgebaut wird, dass die Elektrifizierung vorangeht. Beispielsweise mit diesem Geld hätte man 80 bis 90 Projekte der Schienenelektrifizierung voranbringen können. Das ist etwas, was ganz konkret vor Ort auch das Angebot gerade auch im ländlichen Raum verbessert hätte. Und da fehlt das Geld die nächsten Monate. Ich habe die große Sorge, dass jetzt nach diesem 9-Euro-Ticket der Katzenjammer kommt. Viele Unternehmen vor Ort beklagen sich, dass sie die Energiepreise nicht mehr tragen können, dass das Angebot vor Ort sogar teurer wird in den nächsten Monaten. Manche Verbünde haben schon gesagt, dass bis zu 15% Tariferhöhungen nächstes Jahr drohen. Das heißt, vor Ort wird das Angebot eher schlechter, teurer die nächsten Monate. Also man braucht schnell eine Lösung der Bundesregierung, wie jetzt dieses Team angepackt wird, dass nicht noch die nächsten Monate ein schlechteres Angebot und eine teure auch ÖPNV-Nutzung dann vor Ort dann auch kommen wird. Und ich würde noch einmal fragen wollen, das eine tun und das andere nicht lassen. Es ist doch klar, dass wir investieren müssen, weil wir es über viele Jahre und Jahrzehnte verharmlost haben und liegen gelassen haben, dass das Problem Verkehr und Ertüchtigung das andere ist. Die Steuerzahler und nicht nur die Steuerzahler, sondern alle Menschen, die in Deutschland jetzt gerade die Preissteigerungen zu spüren bekommen, wären doch ganz dankbar für eine Entlastung, wie auch immer sie passiert, zum Beispiel über solche Tickets. Das stimmt, Sie können auch das Geld nur einmal ausgeben. Das ist das Problem, was wir haben. Und deshalb müssen wir schauen, wo wir das Geld wirklich zielgerichtet auch wirklich investieren, dass es nachhaltig die nächsten Jahre auch wirklich auch für eine Verbesserung auch entsprechend genutzt wird. Wie gesagt, das 9-Euro-Ticket war etwas, was für viele Städter in Berlin, in Hamburg, in München gut genutzt werden konnte. Da konnte man auch die täglichen Verkehre, die man auch hat, zur Arbeit, zum Einkaufen auch wirklich nutzen mit der S-Bahn, mit der U-Bahn. Im ländlichen Raum ist das Angebot nach wie vor nicht immer gut, nicht immer auch nutzbar für gerade den Weg zur Arbeit. Deshalb ist ein Umstieg gar nicht möglich gewesen. Deshalb war es oft auch ein Angebot, das die Städter genutzt haben. Und in den ländlichen Räumen hat man es genutzt für vielleicht ein paar Fahrten am Wochenende, für ein paar Freizeitfahrten. Das war auch ein ganz großer Teil. Über ein Viertel der Menschen, die dieses Ticket genutzt haben, haben wirklich dieses Ticket für zusätzliche Fahrten genutzt, zur Freizeitgestaltung. Insofern konnte nur die Hälfte der Menschen, die dieses Ticket genutzt haben, wirklich die normalen Fahrten, die tagtäglich notwendig sind, wirklich auch dann auch nutzen und den Umstieg vom Auto beispielsweise auf die Schiene oder den Bus danach wirklich dann auch dann vollziehen. Also dann haben wir verstanden an dieser Stelle, mit der CDU gäbe es kein 9-Euro-Ticket, sondern die Ertüchtigung des Verkehrs. Richtig? Wir brauchen sicherlich eine Verbesserung natürlich des Angebots. Wir brauchen eine bessere, auch einfache Handhabung. Sicherlich wird ein großes Thema sein, einen Tarif zu wählen, der einheitlich in Deutschland ist. Das ist etwas, was sicherlich ein spannender Ansatz war jetzt in diesem 9-Euro-Ticket. Das heißt, dass ein einfaches Tarifstruktursystem kommt, keine
Übergänge, die eventuell für die Verkehrsteilnehmer schwierig sind. Also wenn man nach Bayern oder München nach Bayern, von Bayern nach Baden-Württemberg fährt, das hat dann tickelt sich mehr Geld. Ich glaube, ganz konkret könnte man da wirklich mit einem bundeseinheitlichen, einfachen Tarif vieles auch nochmal verbessern. Aber trotzdem, wie gesagt, wir brauchen nicht nur eine einfache Tarifstruktur, wir brauchen auch eine langfristige, auch verlässliche Investition. Dazu muss der Bund auch entsprechend mit den Ländern jetzt gemeinsam schauen, wie das vorangeht. Weil ich glaube, kurzfristig gesehen wird davon wenig übrig bleiben. Das haben wir jetzt verstanden. Dankeschön fürs Gespräch, Thomas Barras. Sehr gerne, vielen Dank.